Hallo, hier ist Florian Nagel vom Olympiagolf Iris und wir beginnen heute mit den Schlägertests. Starten werde ich mit den neuen TaylorMade Schlägern und der erste wird sein das M2 Eisen. Dann die ganze Palette durchmachen und eben beginnen mit den M2 Eisen. Die neuen M2 Eisen im Vergleich zu den Vorgängern aus dem letzten Jahr mehr verchromt. Der alte Schläger oder das alte Modell etwas mehr in matt-schwarz gehalten, rund um die Schlagfläche. Dieses Mal mehr Chrom. Es schaut ja für mein Gefühl etwas hochwertiger aus. Das Design übrigens heuer von der ganzen Palette richtig gut. Ja, gut. Das M2 Eisen ist der größte Schlägerkopf in dieser Palette und auch der meist spielunterstützendste. Ja, dabei ganz stark auffallend sind die Lofts dieser Schläger. Denn das M2 Eisen, ich habe ja das Eisen 7 in der Hand, übrigens mit meinen Specs, und einen True Temper XB Schaft in X-Diff. Das Loft von diesem 7 Eisen, 28,5 Grad. Habt euch nicht verhört, 28,5 Grad, das ist schon eine starke 6 im Prinzip. Ja. Gut. Wir werden es dann aber am Flightscope sehen. Wir haben auch richtige Tightest-Golfbälle. Die Flughöhe ist aber nicht niederer. Und das macht diesen Schläger aus. Der Schläger hat eine relativ breite Sohle und das ganze Gewicht, der Schwerpunkt, Center of Gravity dieses Schlägers, ist ganz, ganz unten und eben so weit wie möglich hinten. Und das ermöglicht es trotz dieser Loftzahl, quasi diese gleiche Höhe zu erlangen, wie eben das normale 7-Eisen. Der Unterschied ist halt, es fliegt viel weiter. Gut, und genau das werden wir uns jetzt eben am Flightscope anschauen. Sehr interessante Zahl. Wie gesagt, richtige Titles-Bälle, Flightscope dabei. Und dann schauen wir uns mal ein paar Schüsse an. So, erster Schuss, schauen wir schon mal, haben wir Carry Distance 159, der war nicht ideal getroffen, aber man sieht schon für ein 7 Eisen richtig, richtig weit in der Carry Distance. Gut, jetzt mal den nächsten an. Hier mit 158. Wir schauen mit der Zielausrichtung. Ein bisschen rechtslastig. Ja. Volltreffer hier. 161. Also ihr seht, für ein 7er Eisen extrem weit. So auf diese Distanz komme ich eigentlich mit meinem 6er Eisen. Ja, wenn wir uns hier mal nur anschauen, die Geschwindigkeit auch, die Ballgeschwindigkeit mit 118 bis 119 sowas, kriege ich mit meinem 7er Eisen auch schwer hin. Ja. Das nächste ist, da waren jetzt auch welche dabei, die ich nicht perfekt getroffen habe. Ja, und das ist eben bei diesem sag ich mal, spielunterstützenden Schläger ja, egal, fast egal. Ja, auch was sehr viel Sicherheit gibt auf dem Schlägerplatz selber, wenn man drauf schaut und auf der Sohle unten, die Face Slots. Face Slots soll im Prinzip einen kleinen Trampolineffekt erzeugen am Schlägerblatt, um somit mehr Geschwindigkeit, Ballgeschwindigkeit weiterzugeben und somit mehr Distanz zu erreichen. Ist allerdings sehr schwer messbar, ja, wie gut das funktioniert. Was allerdings auffällt ist, es schaut von der Optik von oben her insofern ganz cool aus, weil es das Schlägerblatt etwas abgrenzt, ja, und ja, ein bisschen Sicherheit kriegt man dadurch schon ein Gefühl davon. Ja. Gut, schauen wir es nachher an. Yeah.
erste Volltreffer. Ja, 168 in der Carry-Distanz. Ja, wer schlägt da ein 7 Eisen hin? Ja. Was mir aber trotzdem auffällt, obwohl es ja ein dicker Kopf ist mit viel Technologie dahinter, der Sound von dem Schläger ist nicht zu spacey, sage ich mal. Es steht auch hinten drauf Geoakustik unter dem M2 Logo, quasi Geometrie und Akustik in einem. Das heißt, sie haben wirklich versucht auch den Sound des Schlägers, sage ich mal, so zu machen, dass er nicht zu nach zu viel Holz schon klingt, sage ich mal, weil es ist ja doch ein sehr klobiger Schlägerkopf. Es hat doch einen klassischen Sound dabei. Klingt gut. Schauen wir uns nachher an. Ja. Richtig guter Schlag wieder. 170 im Carry. Wahnsinn. Also ich würde nie auf die Idee kommen, hier aus 170 ein Eisen 7 zu nehmen. Ja. Was wir uns dann noch anschauen werden mit der Spinrate, hat es allerdings ein bisschen was durch den Loft hervorgerufen. Aber ich muss schon sagen, der Schlägerkopf funktioniert sehr gut. Es ist allerdings natürlich ein Problem für bessere Spieler, die den Ball generell weit schlagen, weiter als ich, wird natürlich die Lücke zwischen den einzelnen Schlägern viel größer. Also der Schläger ist wirklich gedacht für Spieler, die auch wirklich mehr Weite haben wollen, weil sie den Ball zu wenig weit schlagen und halt mehr Treffsicherheit. Gut, schauen wir uns noch einen an und dann schauen wir uns die Zusammenfassung an. Ja. Wahnsinn Schuss, auch hier 166 im Carry. Gut, wenn wir uns einmal diese Daten anschauen. Entschuldigt bitte meine Schläge, die alles etwas rechts waren, aber ich glaube, ich habe ein bisschen falsch gezielt. Sind ja tendenziell alle in der gleichen Richtung gewesen. Wenn wir uns jetzt hier das Summary anschauen, wir haben ja alle Schläge. Im Durchschnitt ging dieses 7 Eisen 164 Meter Carry, was eine unglaubliche Distanz ist. Ja. In Verbindung damit schauen wir uns aber die Höhe an und das ist quasi der höchste Punkt, den der Ball in seiner Flugkurve hat. Der war bei 29,5 Meter und das entspricht durchaus einem 7-Eisen. Ja, also man würde sich durch den Loft, der was fast eine starke 6 ist, wirklich weniger erwarten. Aber das normal. Das einzige Problem, was ich noch sehe bei dem Schläger, wie angesprochen die Spinrate, da wollen wir ja beim 7-Eisen so nah wie möglich an 7000 Umdrehungen dran. Wir sind hier bei 4600. Was ein Problem insofern sein kann bei Schüsse ins Grün, die einfach weniger schnell liegen bleiben. Ja. Aber sonst muss ich sagen, Schläger tipptopp. Für sehr viele Spieler sicher eine interessante Variante. Unbedingt ausprobieren. Bleibt dran, es kommt jetzt dann noch M1 Eisen hinterher, P77 Hölzer, alles noch dran. Abonniert am besten den Kanal, um nichts zu verpassen. Schreibt drunter, was ihr von den Schlägern haltet. Und bleibt dran. Bis dann und viel Spaß dabei.